Ein herzliches Willkommen zurück zu Hellblade. Wir sind hier beim Herr der Illusionen. Hat mich schon ganz schön verarscht, nur wieder. Das ist wieder sehr komisch. Dann verarscht mich wieder. Der Weg war doch gerade noch nicht da. Warte mal. Sah irgendwie verdächtig aus. Hier könnte es einen Kampf geben. Hallo? Natürlich. Deswegen aufpassen. Nicht erschrecken, nicht erschrecken. Hä? Das sag ich doch. Was? Behind me? Oh ja, Tatsache, behind me. Mit dem? Das ist auch gleich platt, oder? Ja, ist gut. Wo kommt ihr denn alle her? Ich glaube, hinter mir stand auch noch einer, deswegen nochmal hier ganz schnell hinweg. Sag ich doch. Oh, jetzt. Die Schildtypen sind übel, finde ich. Oh, shit. Okay, jetzt bin ich erschrocken. Stirb. Ja, auf Nummer sicher. Auch wenn er jetzt... Wo jetzt vor lauter Hektik, da bin ich glaube ich durch, gell? Ah, da hinten ist endlich mal wieder was. Lernen. Oh, guck mal. Ist das... Nee, das kann nicht sein. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir and that the world of man was formed from his corpse. They made his bones into stone and his flesh into earth and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky. With his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Verrückt. Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return. Ich trau denen nicht. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Jetzt wird es wieder ungemütlich.
Alles klar. So, guten Tag. Da oben. Normal. Immer erst zur Tür. Auf jeden Fall ist es riesig hier. Ich glaube, mir das gefällt. Es könnte sein, dass dann hinter jemand auf mich wartet. Ich habe halt echt Angst, dass mich so ein Viech angreift. Wo ist denn jetzt dieser? Da oben noch hin. She thought she could beat her own daughter. Did she beat her daughter? No. It nearly killed her, but she tried. Drews helped her. Ja, super lustig. She can't beat her own darkness. She wanted to marry Dillian. She came to beat her own darkness and marry Dillian. She thought her curse would affect him. She thought her curse would spread to him. She thought she'd bring the darkness to him too. She nearly died. She thought the curse made her tainted. Druth helped her. Es hat jetzt nicht so geklappt, wie ich eigentlich wollte. Oh doch, hat. Hat. Da hinten ist jetzt wieder. Hä? Da war ich. War doch hier gerade ein Weg. Ja, wenn ich da durchguck, ist noch da. Okay, schnell. Ist immer noch da. Okay, perfekt. So, wo lang jetzt? Schätze ich muss. Oder? So. Hä? Psst. Okay, da geht ja eigentlich nur noch der Weg hier lang. Oh, da ist was Schönes, sehr gut. The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree. And he stabbed himself with a spear, and he dedicated the sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink. And at last, he saw the runes below him. He gave a cry, and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. Also ich muss sagen, ich habe mir das Spiel jetzt nicht so vorgestellt, aber ich finde es geil.
Auch wenn mich das jetzt hier näher nicht runterfallen. Warum nicht? Wieso kann ich hier nicht? Weil es halt einfach zu einfach gewesen wäre, ne? Es ist komisch, ich kann. Das ist sehr komisch. Kann eigentlich nur. Hier müsste ich hoch. Oh, hier kann ich vielleicht sogar hoch. Nee. Komm, spring hoch. Das ist nicht. Ja, nun. Gehen wir mal zu dem anderen Ding hin. Kriege ich das besser hin? Vielleicht habe ich auch das alles schon mehr oder weniger richtig gemacht. Prima. Nein. Wo ist das Ding? Das ist hier anders. Guck mal hier schnell rüber. Okay, sie will da nicht rüberspringen. Boah, diese Viecher, dass die hier immer so dumm rumstehen müssen, die. Trau euch nicht. Okay, so. So, da hinten, da ist nichts. Das habe ich jetzt geschaffen. Wir gucken mal von hier. Jetzt bin ich auf die Seite gekommen. Okay. Geht's erstmal hier hinunter. Hier war doch irgendwo eine Brücke. Ja, kann ich auch täuschen mit der Brücke. Ja, ich komme, mein Freund. Hoffe ich. So. Bin ich. Was sehe ich jetzt? Nichts. The ravens. The ravens. They're gone. They're gone. No. Half of them have gone. They've gone. Some are still there. But where? Some are still there. Well, the ravens helping? No. He's not helping. It's a trick. Quiet. Try it. I can't think. Out in the wilds. In the cold winter woods. Where have they gone? She no longer felt fit for this world. She almost gave in to the darkness. But she remembered Dillian's words. She remembered her promise. She resolved to fight on and kill that which had become a part of her. Guck mal. Und diese Dinger da. Sind noch da. Okay, alles klar. Das ist nicht schlecht. Glaube ich. Verwirrend, verwirrend. Ich habe auf jeden Fall den Weg zur Brücke hier gesehen. Den werden wir auf jeden Fall mal nehmen. Dann müsste ich. Sind diese Dinger, die sind noch da. Okay. Gehen wir da nochmal zurück. Das Tor aufgemacht.
Schwierig. Ist nicht ohne. Jetzt lass mich aber mal gucken, ob ich hier noch irgendetwas habe. Ich hier runter? Mal hier. Wie komme ich? Komme ich denn hier hin? Warte mal. Da ist die Treppe. Ich glaube, ich sollte da mal langlaufen. So, genau. Nein! Will jetzt eigentlich nicht hier durchlaufen. Oder doch? Doch, ich will durchlaufen. Oh, ist das link? Ah, guck mal. Habe ich jetzt gar nicht gesehen gehabt. Und ich da nach hinten. Ja, genau. Also die Idee habe ich jetzt schon mal überwunden. Das ist gut. Ah, das sieht doch gut aus. Gucken wir mal, ob wir da nicht doch hoch können. Da ist ja auch hier. Warte mal, ich will aber erst hier noch schnell langlaufen und gucken, was hier ist. Ach, da bin ich hergekommen. So, jetzt pass auf. Jetzt komme ich hier wahrscheinlich nicht hin. Genau. Das heißt, wenn ich durch dieses Tor sehe, gibt es einen Weg. Oder? Scheiße. Jetzt schwören können, dass es hier. Mist. Oh. Na gut. Gehen wir dann und hoffen, dass jetzt irgendwas passiert ist. Sonst habe ich gerade nicht wirklich eine Idee. Bin noch einmal überlegen, ob ich irgendwas nehme. Ich habe eigentlich alles jetzt hier so aktiviert. So. Bin ich hier? Scheiße. Was? Sehe ich hier nicht. Ich habe schon überlegt, wenn ich jetzt noch mal hier durch das andere Tor laufe, hier vorne, dass dann vielleicht noch was passiert. Genau, jetzt machen wir das mal so. So, jetzt ist das weg. Jetzt kann ich durch die Tür. Das könnte logisch sein. Um reinzukommen, muss ich diesen Weg gehen und konnte hier nicht durch wegen der Tür. Oh, Achtung. Spannung steigt. Ah ja. Nettes Spiel. Sehr nett. Mir gerade einfällt, vielleicht müsste ich diese Dinger wegmachen beim anderen, dass weniger sind. Das könnte natürlich sein. Das könnte sogar sehr knall sein. Und dann nochmal zurück.
Und dann sind, hängen ja hier nicht mehr so viele Dinger rum. Aber wohin dann? Das ist halt eine gute Frage. Wohin dann, wenn ich jetzt es da oben auch weg habe? Könnte man gleich sehen. Ich hoffe, ich liege richtig. Und das ist nicht umgekehrt. Aber eigentlich ist es logisch, hier hängt so viele Dinge rum. She saw into the darkness, the more she struggled to see anything at all. And the globe, the smallest hints of shape, sound, or thought, grew in strength until they consumed her whole. Before she knew it, the darkness had her in its claws. Wo muss ich jetzt hin, um die zu aktivieren? Das kann nicht stimmen. Das ist die andere Seite. Das sieht doch jetzt fast gut aus, oder? Nee, warte mal, warte mal. So. Ja, ja. There is no such thing as victory when it comes to the darkness. Like it doesn't want to kill her. Yet, it will gnaw at her, biding its time. Only when she is at her weakest will it strike to kill. Will she find Dillian before her time comes? So, wichtig ist, wir haben den Weg gefunden. Ah, ist schon tricky. So, das Tor bitte auf. Da oben hängt er ab. Jetzt der Kampf, oder was? Ah, oh, geil. Oh, ist das geil, das Spiel. Wirklich. Es ist einfach cool. Und wieder gleich ein Kampf kommen. Nicht erschrecken. Overcome Valravan's final illusion. The fearsome in his keeping. I know you can do it, Senua. You have the sight. We both see the darkness. We can fight it together.
Ja. Ah, das. Weil da oben ist was. Okay, alles klar. Bin ich hier bin falsch, ne? Hier hoch? Ja, hier lang? Ah ja. Okay, mein Freund. Immer hier durch. Speak to me, Druth. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Findon. The Northmen captured Findon's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast. It was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findon made his escape. What was Findon burnt away that day? But from the flames, a new man stepped forward, and Druth was born. Druth. The man that I am now. And though Findon never set eyes on his dear sister again, I, Druth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home before these dark times. Mal. Mich für Kackeiern. Ich hatte ja gehofft, dass wenn ich da durchlaufe, ja, dass dann hier irgendwie eine Treppe sich bildet, aber das hat es nicht getan. Ich verstehe nicht warum. Noch mal vielleicht hier drauf achten. Das könnte vielleicht sein. Sehr komisch. Ah, da war mir der Sword fast lieber, du. Da bin ich so verarscht. So, jetzt noch mal gucken. Da hinten. Okay, alles klar. Hatte ich doch recht. Ich muss echt mehr aufpassen, wenn ich durch diese Dinger gucke. So, los geht's. Verdammt. Ja. Jetzt klappt es wunderbar. Da entlang. Oh, ja, genau. Weichen. So, und jetzt
guck mal erst, was wir hier haben. Okay. Wenn wir hier durchlaufen, haben wir diesen Balken. Können dann die Brücke von der anderen Seite aktivieren und dann weiß ich nicht weiter. Das macht ja nichts. Eigentlich ist es nicht schwer. Das ist sogar pipi einfach. Ah ja, okay. Und dann von da oben werde ich dann meinen Dings aktivieren können. Ja, das sieht ja schon ganz gut aus. Ne? Warte mal. Warum bin ich jetzt hier gelandet? Brücke runter gemacht? Ach, warte mal. Die Wegen Pipi einfach. Hier hoch, richtig? Ja. Aber wunderbar. Ja, mach langsam. Lass die Zeit. So. Ja, mach ich. Rukus, the gate is open. Open. I know it from the wilds. It's coming back for me. Oh. Oops. Didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness? Make sense of it. Oh, da nagt aber niemand an mir rum, oder? Settles in. Strikes out of nowhere, throwing you helplessly back into the maelstrom. Drowning the mind in fear. Was? Deeper. Dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. But there, in the darkness, Senua, she remembered what he told her. Hear me. Reach out to me. Senua, take my iron mirror. Look into it, for it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too. Alter, ist das makaber. Within yours. Focus. Ja. Focus. Focus. I see you. I see you now. You led me to the wilds. You trapped me there! Hey, ich bin ausgewichen. Das wird kein Spaß. Alter! Ich weich die ganze Zeit aus, aber sie macht nichts. Wie dumm war denn das? Too slow.
Sie macht mich wahnsinnig cool. Bär. Die ist einfach auch so scheiße schnell. Ich weiche aus und es passiert nichts. Jetzt, warum ich nicht ausweichen konnte. Weil, wo ist er? Ach, jetzt kommt die Deppen. Weil sie doch zu schwer verwundet war. Leute, bleibt da brav stehen, das ist super. Hä, wie viel hält er aus? Gib ihn. Okay, jetzt kommt wieder Lötkuh. Jetzt aber. Das. Gib, schlag zu. Vernichte sie. Bleiben. Oh, ist das ein harter Kampf, ey. Ja, wenn es so Bewegung macht, ist gut. Wo ist er? Oh, die Trottel wieder. Ja, ja. Ja, ich weiß, dass hinter mir einer ist, aber kann ich noch so schnell erledigen? Könnt jetzt das Ding benutzen, aber ich will mir das tatsächlich lieber für die Dings aufsparen. Kann der ja auch nicht mehr aushalten. Ja, ist gut, der Stinker. Kommt's gut. Nee, den sollst du nicht nehmen, aber egal. So, jetzt. Gib ihr. Ich bin ausgewichen. Shit. Ich habe jetzt dann keinen Bock. Kein Bock mehr auf die. Ja. I never beat you in the wilds, did I? It was an illusion. But not this time. One of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. Sehr gut. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory, bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? Ja, so ungerecht. In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for Druth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen.
she would not have this chance to find Dillian's soul. I'm coming. I still hear you. Es sieht nach dem Ausgang aus. Und da laufen wir auch gleich durch. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.